Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Erst ist es eine Flucht, dann eine Sucht. Sebastian Hartmann kann nicht mehr ohne Sport, PC-Spiele und Pornografie. Er wird immer rastloser, die Angst immer größer und er isoliert sich immer mehr. Ich lebte eine Form von Tod, so sagt er heute. Und jetzt frage ich ihn, wie es zu all dem kam und auch nach seinem sehr persönlichen Weg aus der Abhängigkeit. Hallo Sebastian. Hi. Süchtig nach Sport klingt nach einer gesunden Sucht, in Anführungszeichen, aber so war es ja nicht. Wie hat sich das denn bei dir gezeigt? Ja, man könnte schon sagen, irgendwie gesund, weil man dadurch fit bleibt, aber gezeigt hat sich es dadurch, so eine Sucht ist immer eine Suche nach etwas und ich habe massiv nach Anerkennung und nach Aufmerksamkeit gesucht und Sport war etwas, wo ich gut war, das heißt, darin habe ich viel Anerkennung bekommen und auch viel gesucht dadurch da drin. Mhm. Das Problem ist, wenn man irgendwie nicht genug kriegen kann, ne? Und dann irgendwie teilweise auch seinen Körper kaputt macht dadurch, weil man übertreibt, weil man trotz Verletzungen weiter Sport macht und so, dann schadet halt irgendwann. Ja. Wie muss ich mir das Pensum so vorstellen? Wie viel Zeit hast du da verbracht auf dem Platz oder so? Also teilweise bin ich von der Schule heimgekommen, habe um 3 Uhr angefangen Fußball zu spielen bis abends, dann bin ich noch in anderen Sport gegangen, Handball oder Tennis oder so. Also ich habe manchmal 5 bis 6 bis 7 Stunden Sport am Tag gemacht. Jeden Tag? Ja. Mhm. Ja. Und ich kann das gut verstehen, dass wenn man mal einen Sieg heimholt, ne, oder auch einfach es gelingt einem was, dass man Anerkennung bekommt, das ist doch eigentlich normal. Wo war das Problem dabei? Das Problem war ja eigentlich dem geschuldet, dass ich so massive Probleme hatte in der Schule. Also ich bin durch ein paar Jahre Mobbing gegangen, also ich wurde von Klassenkameraden fertig gemacht und irgendwann hat sich's ausgeweitet, sodass mich die ganze Klasse wirklich gemobbt hat und ich massiv unter Selbstwertproblemen zu leiden hatte. Also ich wusste nicht genau, bin ich wertvoll, bin ich geliebt. Und wenn man dann den ganzen Wert und die ganze Anerkennung nur aus diesem Sport sieht oder nur aus diesem Erfolg, den man dann hat, dann kann man nicht genug davon kriegen und es füllt auch nie dieses Loch, das man in sich hat. Also diese Frage danach, wer bin ich und bin ich genug, wird eigentlich davon nie gefüllt. Aber man denkt halt, es füllt dieses Loch. Diese Sportgeschichten, die haben sich irgendwie außerhalb der Schule abgespielt oder wie dann? Ja, hauptsächlich, genau im Verein. Ja. Und dieses Mobbing, wie sah das aus, dass die anderen dich gemobbt haben? Es fing eigentlich irgendwie so ein bisschen schleichend an. Ich hatte 1, 2 Jungs in der Klasse, die konnten mich nicht wirklich leiden und haben dann mir Streiche gespielt, haben meine Sachen kaputt gemacht, haben mir Duschgel beim Sportunterricht irgendwie in den Schulranzen gekippt und so. Und irgendwann hat sich das ausgebreitet auf die ganze Klasse. Ich wusste auch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Und bin dann natürlich auch zu den Lehrern gegangen, zu meinen Eltern damit gegangen irgendwie. Und dann wurde es nur noch schlimmer und dann hat sich's hochgeschaukelt. Und irgendwann war es wirklich, ich habe das massiv einfach gemerkt, so wie ich unbeliebt bin, wie die Leute weggehen, wenn ich komme zur Gruppe hinzu oder wie schlecht über mich geredet wird, wie Kommentare irgendwie, sobald ich mich melde in der Klasse oder irgendwas gesagt habe und irgendwelche Schimpfwörter genannt oder so. Und es hat mich wirklich in der Zeit ziemlich kaputt gemacht. Und trotzdem hast du dann parallel dazu so deine Anerkennung beim Sport bekommen und so. Könnte man denken, das war doch vielleicht ein Ausgleich. Und trotzdem hast du angefangen dann auch mit diesen Online-Spielen und auch sogar mit Pornografie. Warum, wie bist du da denn dann noch reingerutscht? Also zu den Spielen, das kam erstmal so, also ich spiele unglaublich gerne so als Person und Jungs sind eh prädestiniert dafür zu spielen. Und Online-Spiele oder Computerspiele, damals gab es noch nicht so viel online, es kam dann erst mit der Zeit, sind so ein bisschen wie eine Ersatzwelt, in die man sich flüchten kann. So, manche flüchten sich in Fernsehsendungen oder in irgendwelche Fantasiewelten und genau Computerspiele liefern halt eine Fantasiewelt. Und gleichzeitig kann man da auch Erfolg haben. Also man kann irgendwie gut sein, man kann mit anderen Leuten zusammenspielen oder gegen andere spielen und dann gut sein oder besser sein und sich daraus irgendwie auch Wert und Anerkennung ziehen. Pornografie war ein Thema, da bin ich schon sehr, sehr, sehr früh dran geraten. Also ich habe mit 6 Jahren mal auf dem Spielplatz eine Pornozeitschrift gefunden, wusste gar nicht, was es ist. Und das hat mich dann irgendwie schon da mit reingezogen in seinen Bann. Und es ist irgendwie so dieses Phänomen, wenn man gemobbt wird, dann denkt man auch irgendwie, oh, ich komme bei den Mädels nicht an. Also vor allem als Teenager ist es ja irgendwie wichtig, wie wirklich, wer bin ich und so. Und Pornografie gaukelt dir vor, dass du irgendwie bei jeder landen kannst. Und man rutscht da relativ schnell rein, weil man irgendwie gar nicht wahrnimmt, dass es eigentlich schlecht für einen ist. Ja.
Du hast dich dann auch immer mehr isoliert. Du warst, standst ziemlich alleine da und mitten in dieser Situation hattest du ja eine ziemlich finstere Begegnung. Erzähl mal, was war das? Ja, das war ziemlich krass. Also man muss sich vorstellen, irgendwie ein 13-jähriger Junge, der massiv mit sich selbst zu kämpfen hat, weil er einfach denkt, er ist nicht wertvoll. Es gab so einen Satz in der Schule, der hat jemand zu mir gesagt, hat gemeint, hey, wenn du den Mund aufmachst, dann kommt nur Scheiße raus. So. Mhm. Und das hat sich halt tief eingegraben in mich selbst. Und meine Frage war immer, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und ich saß dann mit 13 Jahren in meinem Zimmer so, abends und habe gedacht, okay, ich hatte so ein paar Messer auch zur Hand, mit denen ich einfach, also so wie ein Brieföffner oder so, ne? Aber schon ein bisschen schärfer auch zum Teil. Und ich saß da mit diesem Messer und ich war in meinem Zimmer und irgendwie war es wie das Gefühl, als ob auf einmal das Licht dunkler wird und ob es auf einmal kälter wird. Und da war wie eine Stimme in meinem Kopf, die mir Angebote macht, die zum einen sagt so, hey, das Leben ist nicht mehr lebenswert, kannst dich einfach umbringen. Und zum anderen sagt, hey, wenn du dich abwendest von Gott, wenn du Gott abschwörst, so, dann gebe ich dir alles, was du brauchst, um auch mit den Leuten fertig zu werden in der Schule. Mhm. Und es war so richtig wie, keine Ahnung, vielleicht kennt man das so Gedanken im Kopf, die irgendwie nicht von einem selber sind. Ja. So, wo man denkt, boah, sowas denke ich normalerweise nicht. Mhm. Ja. Das war ganz komisch, ja. Hat dir das Angst gemacht? In dem Moment ja, auf jeden Fall. Wie hast du denn da darauf reagiert? Also dadurch, dass ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden und ich wusste irgendwie, okay, es gibt Gott und er liebt mich und es wurde mir immer erzählt und auch beigebracht so. Und in dem Moment war es dann für mich so wie, boah, nee, Gott verraten oder Gott im Stich lassen oder ihm abschwören und dadurch nur um dieses Problem loszuwerden, boah, das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht. Und ich habe dann mich einfach entschieden, habe gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. So, egal, ob es jetzt so weitergeht oder nicht, das werde ich auf gar keinen Fall tun. Das heißt, du hast dich ganz klar auf Gottes Seite gestellt. Ja. Ja? Und hat er dir denn dann auch geholfen in dieser schlimmen Mobbing-Situation? Also es hat sich eigentlich nicht viel getan in dem Moment. Ne? Ich habe mich dann auch oft geflüchtet bei ihm, hab gebetet, habe gesagt, okay Gott, bitte lass es aufhören oder mach, dass die mich anders behandeln und so. Da, in dem Moment hat sich eigentlich noch nicht so viel getan. Ja. Ne? Warum hat Gott da deine Gebete nicht erhört? Das ist eine spannende Frage. Ich hatte mit 17 dann eine interessante Begegnung. Ich war bei einem, auf einer Jugendfreizeit bei einem Gottesdienst und da war der Markus Schneider, vielleicht kennen ein paar Leute, ist der breiteste Pastor Deutschlands. Aha, ja. Genau. Und den fand ich ziemlich cool, der war mein Gruppenleiter. Und mit dem habe ich mich dann, zum ersten Mal so richtig offenbart. Also zu dem bin ich gegangen, habe ihm meine Situation erzählt, meine Geschichte, habe mich auch einfach mal ausgeheult und er hat für mich gebetet. Und in diesem Gebet, also er hat einfach nur Gott gebeten, dass er sich offenbart mir und zeigt, wie er in der Situation da ist und mir einfach zeigt, dass er mich liebt. Und in diesem Gebet habe ich gemerkt, wie um mein Herz herum, wie ich um mein Herz herum so eine Mauer aufgebaut hatte. Also um diesen ganzen Schmerz, dieses Loch, diese tiefen Emotionen, die ich hatte, wo ich mich einsam gefühlt habe, verloren, verlassen, hatte ich wie eine Mauer aufgebaut und ich habe niemanden rangelassen. Ich hatte vor dem Markus eigentlich mit fast niemandem über meine Probleme in der Schule geredet. Ich habe noch nie wirklich mein Herz geöffnet gehabt und dementsprechend hatte ich mein Herz auch gegenüber Gott verschlossen. Das heißt, ich konnte ihn gar nicht wahrnehmen, ich konnte gar nicht seine Liebe empfangen oder fühlen oder spüren, weil es war so wie, ich war wie verschlossen, ich war wie vermauert. Also das hast du in dem Moment bei diesem Gebet von diesem Pastor wie bildhaft vor Augen gesehen? Ja, es war echt wirklich verrückt. Es war wie, ich hatte die Augen zu dann und ich habe geweint und geweint und geweint. Und ich habe einfach gemerkt, boah, um mein Herz herum ist sowas. Also ich habe mich wie isoliert gefühlt in mir selbst. Das ist ja so eine Mauer ums Herz, ist ja eher traurig und entmutigend. Ja. Irgendwie würde ich mir wünschen, dann, wenn ich mal bete, dass es schön ist. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das Schöne war, dass dann auch was passiert ist mit dieser Mauer. Ja. Also es blieb nicht dabei. Mir wurde es aufgezeigt, okay, da ist diese Mauer. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott kommt und diese Mauer einfach einreißt. So. Und wie er eigentlich nur auf den Moment gewartet hat, wo ich gesagt habe, hey, ja Gott, du darfst da durch. Du darfst durch diese Mauer durchkommen. Und der erste Moment war richtig überfordernd, weil ich habe mich massiv verletzlich gefühlt und massiv allein. So, weil diese Mauer war plötzlich weg. Es ist wie wenn man ein Kaninchen aus dem Bau rauszieht. So, ne? Man fühlt sich einfach super verletzlich. Aber dann kam Gott und hat es irgendwie gefüllt. Also es war wie, als ob ich auf einmal überströmt werde mit Liebe und überströmt werde mit einem Freude und einem Frieden, der völlig irrational war. So, ne? Weil da waren voll die Verletzungen und ich war total
er wohnt eigentlich in mir drin, aber da kam auf einmal Liebe und Freude und Frieden rein. Ein sehr besonderer Moment, ein besonderes Gebet. Was hat sich danach für dich verändert? Also eigentlich habe ich in dem Moment angefangen, erst so wirklich mit Gott zu leben. Ich habe in dem Moment so eine richtig wie eine Entscheidung getroffen. Okay, Gott, wow, du hast dich mir offenbart, du bist mir begegnet in meinem Schmerz. Okay, ich möchte mit dir leben. Und ich habe dann auch die Schule gewechselt, schon kurz vorher. Und habe dann einfach gelebt erstmal. Ne? Ja. Also erstmal hat sich gar nicht so viel verändert. Nur ich habe gemerkt, ich habe mich einfach ein bisschen angenommener gefühlt. Ich habe Gott mehr erlebt, ich habe angefangen, mehr in der Bibel zu lesen, mich irgendwie da ein bisschen mehr drum zu kümmern, in Gottesdienst zu gehen. Und aber so in meinem Leben hat sich noch nicht so viel verändert. Ja. Was war denn? Du warst ja immer noch viel auf dem Sportplatz. Du hast deine Computerspiele gespielt. Ja. Pornografie hast du dir gegeben. Ja. Wie bist du damit umgegangen, dass du auf der einen Seite so mit Gott lebst, ja, so ein heiliges Leben, ja, und hängst dann da stundenlang vor der Kiste rum? Für mich war Gott eigentlich eher dann so wie so ein Kumpel. Also Gott war mein wirklich tiefster und emotionalster und engster Freund. Und ich habe auch gar nicht so viel drauf gegeben auf dieses fromme Getue und von wegen, okay, man darf jetzt nicht sündigen und man muss ganz fromm und heilig sein. So. Ja. Sondern ich habe einfach erlebt, okay, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und das habe ich genossen. Also ich habe einfach genossen, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin. Ja. Und dass er mich liebt. Und das habe ich auch massiv gebraucht in dieser Zeit. Mhm. Und das kam dann erst später, dass sich da Dinge verändert haben. Mhm. Ja. Wie denn? Ich habe damals, so mit Anfang 20 war das, genau. Mit 20 habe ich irgendwann mal so mit Gott über mein Leben geredet. Also ich habe einfach ganz normal, wie ich jetzt mit dir rede, habe ich gesagt, okay Gott, so ist mein Leben, so mache ich das gerade. Und irgendwie habe ich so gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Also wie so eine innere Unruhe, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja. Und ich habe gemerkt, okay, ich mach Sport und irgendwie ständig geht es auf und ab. Ich verletze mich ständig, ich habe mich sehr oft verletzt. Und dann bin ich wieder frustriert und mecker wieder mit Gott rum, dass ich mich verletzt habe und ich spiele so viel Computerspiele und irgendwie habe ich mich so wieder so ein bisschen fern von ihm gefühlt. Und ich habe irgendwie so gecheckt, oh, eigentlich bin ich gar nicht der Mensch, der ich sein könnte. Also Gott hat sich eigentlich was gedacht gehabt, als er mich geschaffen hat. Und ich habe mich halt zu irgendeinem Menschen entwickelt, aufgrund der Umstände, in denen ich gelandet bin und auch aufgrund irgendwie der Dinge, die ich sein wollte. Und das ist aber gar nicht die Person, zu der ich eigentlich gemacht bin. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gebetet, habe mit Gott geredet, habe ihm gesagt, hey Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Und eigentlich wäre ich gern die Person, zu der du mich machen wolltest. Also darfst du gerne das, was ich jetzt bin, zerbrechen und mich so machen, wie du mich haben willst. Klingt total brutal. Ja, klingt ziemlich brutal. Ja. Aber ich bin auch ein bisschen extremer Mensch, also sehr radikal dann auch. Ich habe gesagt, okay Gott, sagen wir es mal so, ich habe mir irgendwie was aufgebaut. Ne? Ich habe mir einen Selbstwert aufgebaut, ein eigenes Bild von mir und eine Identität. Ich habe gesagt, Gott, wenn es nicht das ist, was du vorhast, hey, dann mach's kaputt. Okay. Dann brauche ich das nicht. Mhm. Und hat er das gemacht? Mhm. Wie? Ja, es war sehr interessant, weil ab dem Tag, also wirklich ab dem nächsten Tag, ich bin dann zum Fußballtraining gegangen und ich hatte mein komplettes Talent verloren. Also ich war auf einmal richtig schlecht. Mhm. Ich bin über meine eigenen Beine gestolpert, konnte keinen Ball mehr annehmen, habe das Tor nicht mehr getroffen. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, es war schon irgendwie krass. Ja. Aber gleichzeitig hat es mir irgendwie nichts ausgemacht. Das war das Verrückte. Mhm. Ich habe auch keine Lust mehr gehabt auf Computerspiele. Mhm. Ich saß vor meinem PC und es war mir alles zu ätzend. Es war mir zu langweilig, es war mir zu blöd. Und gleichzeitig hatte ich aber einen Frieden in mir. Aber du hast doch immer so diese Anerkennung gebraucht da auf dem Sportplatz und auf einmal fällst du über die eigenen Füße. Wie war das für dich? Erstmal verwirrend, ja, aber gleichzeitig irgendwie auch voll erleichternd. Mhm. Hast du einen Zusammenhang zu dem Gebet gesehen? Ja, massiv. Okay. Ich wusste das einfach, das kommt daher. Mhm. Das war für mich glasklar, klar, wenn man so ein Gebet spricht, dann passiert natürlich was. Ne? Mhm. So, oft denkt man irgendwie, okay, man betet und dann vielleicht passiert was. Nee, wenn man betet, passiert immer was. Mhm. Ja. Und das war's jetzt, das hat dann Gott zerbrochen, dein Sporttalent. Bestandest du nur aus deinem Sporttalent? Also, nee. Mhm. Also es war wirklich so, ich habe Stück für Stück einfach gemerkt, woher ich mir so meinen Wert ziehe. Mhm. Also woraus bestehe ich denn eigentlich? Also bin ich geliebt, weil ich toll im Sport bin oder bin ich geliebt, weil Gott mich liebt? Reicht mir das, dass Gott mich liebt und dass er gesagt hat, hey, ich habe dich gemacht und du bist gut, so wie du bist? Oder muss ich ständig was dafür tun und leisten? Mhm. Und wir leben ja in einer totalen Leistungskultur. Also eigentlich ist man nur, was man tut.
Und man kriegt ständig beigebracht, nur wenn du gut bist in dem Job, den du tust, dann bist du wer. Nur wenn du irgendwas Besonderes leistest, dann bist du wer. Und Gott hat mir einfach gesagt, nee, du bist wer, weil ich dich gemacht habe und weil ich dich liebe. Mhm. Und es reicht. Mhm. Und das überfordert erstmal massiv. Ich war total überfordert und gleichzeitig auch so erleichtert, weil auf einmal habe ich gemerkt, stimmt, ich bin wer. Mhm. Und ich muss dafür nicht gut im Sport sein, ich muss dafür nicht mir den Erfolg von Computerspielen holen oder sonst was. Es reicht, dass ich da bin. Mhm. Also auf der einen Seite geschockt und trotzdem fandst du es gut. Ja, voll. Ja. Und die Computerspiele, da hast du keinen Bedarf mehr gehabt? Ganz lange gar nicht, nee. Ja, okay. Also es war dann irgendwie, irgendwann habe ich da mit Gott drüber geredet, so hey, soll ich ganz aufhören, soll ich es einfach lassen? Und am nächsten Tag stand ein Freund von mir vor der Tür und hat mir eine Xbox geschenkt. So, und es war so für mich wie die Antwort von Gott, nee, ist überhaupt gar kein Problem, dass du Computer spielst. Die Frage ist, ernährst du dich davon? Mhm. Also was ich damit meine ist, wir ernähren unsere Seele von Sachen. Ne? Also so wie wir Nahrung brauchen, so um zu überleben, braucht unsere Seele Dinge. Also sie braucht Anerkennung, sie braucht irgendwie Nahrung. Mhm. Und ich habe mich halt von diesen Computerspielen ernährt. Ja. Und Gott hat halt gesagt, nee, ernähr dich von mir. Okay. Wie machst du das? Vor allem dadurch, dass ich einfach Beziehungen mit ihm lebe. Und das, dadurch, dass ich das glaube, was er sagt. Also wenn Gott sagt, hey, ich habe dich so gemacht und du bist gut, dann glaube ich das. Und wenn er sagt, ich liebe dich, dann glaube ich das. Und dann gibt mir das Wert. Und dann brauche ich nicht ständig danach gucken, lieben mich andere Menschen oder bin ich bei denen beliebt oder angenommen, sondern dann reicht mir das. Und dann, sagen wir mal so, dann habe ich was ich auch geben kann. Aber das mit der Pornosucht war nicht sofort vorbei. Nee, warum das war nicht sofort vorbei. Was ist los gewesen? Da habe ich noch viel zu sehr dran gehangen. Mhm. Also es gibt so Sachen, die sind einem zu lieb, als dass man sie gerne aufgibt. Ja. Und ich war auch echt lange nicht davon überzeugt, dass es wirklich Freiheit von Pornografie gibt. Es gibt so viele Männer, die konsumieren Pornografie. Und es war so normal auch in der Gesellschaft, in der ich gelebt habe. Also alle um mich herum haben das gemacht. So, und es war für mich, es war nicht normal, davon wegzukommen und frei zu werden. Und ich hatte auch noch nicht begriffen, wie sehr es mich kaputt gemacht hat. Ja, okay. Ja. Und wann hast du begriffen, dass es dich kaputt gemacht hat? Oder warum macht es dich kaputt? Ich hatte dann eine sehr schmerzhafte Trennung. So, es war ein paar Jahre später. Und in der Zeit habe ich irgendwie gemerkt, wie auf einmal Pornografie wie so eine Ersatzbefriedigung für Beziehungen wird. Und wie ich wirklich fast jeden Tag Pornos geguckt habe und gemerkt habe, ich komme davon nicht weg. Also ich konnte nicht aufhören. Ich habe mir dann überlegt, nee, ich lasse das jetzt einfach mal für eine Zeit, aber ich habe gemerkt, es geht nicht. Ich kann es nicht einfach. Funktioniert nicht. Und ich habe gemerkt, wie es meinen Blick auf Frauen verändert, wie es meinen Blick auf generell auf Sexualität verändert. Und habe gemerkt, wow, das macht mich kaputt. Also es ist wirklich, es ist gewaltverherrlichend, es ist frauenverachtend und erniedrigend. Und man läuft durch die Welt und hat diese Gedanken im Kopf und denkt ihnen auch über andere Frauen. Und das hat mich irgendwie schockiert dann irgendwann. Ja. Und ich habe gemerkt, wow, nee, davon will ich loskommen. Okay. Und wie bist du dann rausgekommen aus dieser Gefangenschaft? Also eigentlich so wie die anderen Male davor auch. Ich habe eigentlich gesagt, okay, ich kann es nicht selber. Ne? Ja. Ich brauche dich, Gott. Ich bin zu Gott gegangen, habe angefangen mit ihm drüber zu reden, habe gesagt, okay, ich habe da ein Problem. So, du weißt es sowieso schon. Aber ich habe da echt ein Problem und ich brauche deine Hilfe. Und es war so wie so ein... Erzähl mal, was war der erste Schritt aus dieser Sucht? Ja, ich hatte wie so ein Trotzmoment. Ich habe so gesagt, okay, Gott, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr und ich habe mich in mein Bett gelegt und habe gesagt, ich stehe nicht eher auf, bevor ich nicht irgendwie davon los bin. Also bevor ich nicht merke, da ist was passiert. Okay. Da hat sich was verändert. Und ich habe dann irgendwann bin ich eingeschlafen, habe geschlafen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe gemerkt, okay, da ist was. Da hat sich was getan. So wie als ob die Bilder, die ich in meinem Kopf hatte, die ganzen Fantasien, die da waren durch jahrelanges Porno-Gucken, waren wie gelöscht. Aha. Also ich hatte auf einmal so wie so einen freien Kopf davon, es war nicht mehr da. So, und ich habe mich zum ersten Mal in der Lage gefühlt, dem zu widerstehen. Es war vorher wie, ich bin permanent, es war wirklich wie eine Sucht, wie ein Zwang. Ich musste das tun. Und jetzt hatte ich die Chance, Nein zu sagen. Und ich habe dann echt noch wirklich ein, zwei Jahre gebraucht, um komplett rauszukommen, wegzukommen davon. Aber das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Gott hat mir die Chance gegeben, dazu Nein zu sagen. Mhm. Und dann musste ich lernen, das auch zu tun. Aber das war so der Start, ja. Und dabei bist du dann auch geblieben. Ja. Bist du nie rückfällig geworden? Also wirklich, ich habe ein, zwei Jahre gebraucht, um komplett rauszukommen, ja. Aber seitdem bin ich komplett frei davon. Ja, okay. Beim Thema Sucht sprechen viele auch davon, dass es manchmal hilfreich ist, eine Therapie zu machen. Hast du das jemals gemacht? Nee, okay. Habe ich nie gemacht. Ja. Nein. Aber du würdest heute sagen, du bist völlig frei von Sucht. Völlig frei, komplett, ja. Mhm.
Jetzt hat ja alles angefangen mit diesem Mobbing. Du hast sehr krasse Ablehnungserfahrungen gemacht. Wie ist denn diese Wunde heil geworden? Eigentlich durch die radikale Annahme von Jesus. Also ich habe einfach in dieser Beziehung, die ich mit ihm gelebt habe, dass ich mit ihm geredet habe, dass ich gemerkt habe, ja, er denkt wirklich so über mich, er liebt mich wirklich. Und bei ihm darf ich so sein, wie ich bin. Dadurch ist das alles Stück für Stück einfach geheilt. Also ich hab keine Therapie gemacht, ich habe keine Ahnung, gar nichts. Es ist einfach nur dadurch, dass ich gemerkt habe, ja, er liebt mich wirklich. Dadurch ist das so gesund geworden. Hast du nie den Drang, dann wieder so irgendwie in alte Muster zu rutschen oder so? Doch, das ist schon da. Also mein Muster war ja immer, dass ich die Leere oder der Einsamkeit in mir irgendwie was zugeführt habe. Ne? Mhm. Und es passiert schon ab und zu, dass wenn ich dann gefrustet mal bin oder nach Hause komme und einfach fertig bin, dass ich dann versuche, mich zu betäuben mit irgendwelchen Serien oder sonst irgendwas. So, aber meistens ist es so, wenn mir das dann auffällt, das passiert dann so nach ein paar Minuten oder so, wenn ich dann checke, ah, okay, eigentlich mache ich das gerade wieder, um dieser Leere zu begegnen und ich mache das eigentlich gerade nicht mit Gott, dann mache ich aus, gehe kurz zu Gott, so, hole mir von ihm alles, was ich brauche. Und meistens reicht es dann völlig aus. Also ich hole mir einfach von ihm, ich lasse mich von ihm bestätigen, ich lasse mich von ihm füllen und bestärken. So, und dann merke ich, okay, jetzt ist wieder gut. Und dann kann ich auch Zeug gucken oder was weiß ich, irgendwas spielen oder so. Ist gar nicht so schlimm. Die Frage ist nur, ernähre ich mich davon? Ja? Und wenn ich merke, ich ernähre mich davon, dann... Also mit Gott reden, da kommt ja nicht einfach so die Stimme aus dem Himmel zurück. Ja, wie geht das? Ist richtig spannend. Und ich würde es auch jedem mal empfehlen, mal auszuprobieren. Einfach mal so drauf los. So, ne? Einfach mal sagen, hey Gott, okay, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll, aber ich quatsche einfach mal mit dir. Ja. Ich habe angefangen, ihm von mir zu erzählen. Es war am Anfang viel, das ich erzählt habe. Aber irgendwann habe ich gecheckt, in meinen Gedanken kommt eine Antwort. Also das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie ich es vorhin gesagt habe. Manchmal hat man so Gedanken, da weiß man irgendwie, hey, nee, das war jetzt nicht von mir. Ja. So denke ich eigentlich normalerweise nicht. So eine Situation hattest du ja, genau. Als du in der Mobbing-Situation warst. Genau. Und es gibt, also wenn man an Gott glaubt, dann glaubt man auch zwangsläufig daran, dass es den Satan gibt. So, und dass es auch Leute, also dass es wirklich wie einen Gegenspieler gibt, der genau das Gegenteil will, der uns zerstören möchte. Mhm. Und so diese zerstörerischen Gedanken, die man oft hat, so, da bin ich mir zu 100% sicher, dass sie eben von dem kommen. Okay. Und ich habe einfach gemerkt, boah, aber das sind auch Gedanken in mir, die ermutigend sind und die gut sind. Mhm. So, ja. Also Gott kann auch durch deine Gedanken sprechen. Ja. Und wie schützt du jetzt deine Gedanken, dass da nicht so ein Müll reinkommt? Auch wieder durch Beziehung. Also wirklich dadurch, dass ich einfach oft mit ihm rede. Okay. Und er mir dann zeigt, hey, das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich, mach das mal ein bisschen weniger oder denk hier mal anders. Und es ist richtig spannend, weil das entwickelt sich halt einfach da drin. Mhm. Ja. Mensch, also es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu reden. Du bist so ein richtig fröhlicher Typ. Ich habe das sehr genossen. Danke für deine Geschichte. Gerne. Durch Gott hat Sebastian erst richtig gecheckt, wie wertvoll er eigentlich ist und auch die Freiheit gefunden, er selbst zu sein. Wenn du dich auch danach sehnst, dann sprich doch mal mit Jesus darüber. Er ist dein bester Freund und hört dir zu. Wenn du ein Leben mit ihm starten willst, dann kommentiere unter diesem Video oder schreib uns eine PN auf Facebook oder Instagram. Danke für dein Like und abonniere gerne unseren Kanal, damit du keine Folge von ERF Mensch Gott verpasst. Gott liebt dich. Ciao.